Sie haben sich viel vorgenommen, wollten siegen und bekamen ihn letztendlich auch. Vor 237 Zuschauern stieg einen Tag nach dem Spitzenspiel der zweiten Volleyball-Bundesliga in Grimmers Muldenhölle das Spitzenspiel im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale im Floorball-Pokal. MFBC Grimmer empfing den UHC Weißenfels. Trafen beide Teams in den letzten Jahren erst im Finale aufeinander, so entscheidet bereits in dieser Saison, wer durch einen Sieg in der ersten Runde als heißer Favorit auf dem Pokalgewinn gilt. Es war und ist immer ein Duell der Duelle, was zwischen beiden Mannschaften ausgetragen wird. Und so sollte es auch diesmal werden. Grimmer, von Anbeginn mit drei Reihen spielend, setzte den Gast mächtig unter Druck. Doch wie so oft war es die Chancenverwertung, die Grimmer zu schaffen machte. Daniela Kolbe, Charlotte Rüssel und Alexandra Kürt waren nur einige der Spielerinnen, die den Gastgeber die Führung hätten bringen müssen. Aber nichtsdestotrotz war der Gastgeber von der Mulde im ersten Drittel die spielbestimmende Mannschaft. Ein schnelles, hartes, aber auch faires Spiel entspann sich von einem begeisterten Publikum. Weißenfels setzte auf Konter, doch fand man in Grimmers Torfrau Julia Brandt immer wieder seine Meisterin. Aber auch im UHC-Gehäuse stand mit Sophie Kleinschmidt eine Torhüterin, die Grimmers Bemühungen reihenweise zunichte machte. Und so überstanden die Cats auch eine zweiminütige Strafe wegen Stockschlagens unbeschadet. Grimmer, immer wieder im Vorwärtsgang, erzielte dann in der 9. Spielminute den lang ersehnten Treffer. Nach Vorarbeit von Annemarie Mietz kann Sonja Digula diesen erzielen. Der Gastgeber, nun einmal in Vorderhand, setzte seinen Gast weiter unter Druck, doch mussten sie nach einem Freischlag von Weißenfels nur 5 Minuten später den Ausgleich hinnehmen. Freistehend kann Sophie Großert nach Zuspiel von Laura Naumann ausgleichen. Immer wieder gab Coach Kühne lautstark Anweisungen an sein Team, doch blieb es beim 1:1 nach 20 Minuten. Auch im zweiten Drittel sah der Anhang beider Teams erstklassigen Floorball, doch sollte es lange dauern, bis der nächste Treffer bejubelt werden konnte. Erneut ist es die Weißenfelserin Sophie Großert, die diesen erzielt. Einen Schuss von Britta Herrmann kann Julia Brahn noch abwehren, doch gegen den Nachschuss von Großert ist sie machtlos. Nicht einmal 30 Sekunden später kann der MFBC ausgleichen. Einen Abspielfehler von Sarah Geisler kann Daniela Kolbe nutzen und auf 2:2 ausgleichen. Und noch einmal kann Grimmer im zweiten Drittel jubeln. Nachdem Grimmers Schlussfrau einen erneuten Angriff des UHC abwehrte, schaltete Sabine Wagner am schnellsten, passt auf Kolbe, die sich gegen Carla Bendorf durchsetzt und den Ball unhaltbar für Kleinschmidt in dessen Gehäuse versenkt. Nach 40 Minuten führten die Muldestädterinnen nun mit 3:2. Auch der letzte Abschnitt war an Spannung kaum zu überbieten. Chancen auf beiden Seiten ließen den Anhang immer wieder aufschreien. Beide Goalies konnten sich mehrfach auszeichnen und so blieb es lange Zeit bei der knappen Führung des Heimteams. Weißenfels wurde stärker, wollte den Ausgleich, bekam ihn aber nicht mehr. Und Grimmer? Sie versteckten sich nicht hinter der knappen Führung, setzten die Cats immer wieder unter Druck. Als Carla Bendorf zu guter Letzt den Ball am Tor vorbeilupfte, war der Jubel auf Grimmers Seite groß. Das Spiel war vorbei. Grimmer bezwingt den Erzrivalen in einem packenden Pokalspiel mit 3:2 und steht im Viertelfinale, welches im Januar 2018 ausgetragen wird.